Ich sagte, jo, das schmeckt ganz toll und jetzt hätte ich gerne 15.000 Flaschen davon. Ich möchte diese Bilder einfach nur zeigen, wenn sie gut sind und nicht, weil du ein Beatle bist. Und die guckten so in meine Richtung und riefen, Welcome to Iran. Es braucht nur ein Wort, einen Ton, einen Blick und bringt mich sofort wieder zurück. Vorhang auf, die Show geht los, riesengroß. Es ist Kino hinter der Stirn, es ist mein ganz eigener Film. Was in meinem Kopf passiert, die Vorstellung wird nur für mich aufgeführt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Applaus für Dania König. Hey, schönen guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind zu Hause. Schön, dass Sie hier seid bei uns im Studio in der runden Ecke. Meine Geschichte live erzählt. Unsere erste Geschichte führt uns heute Abend in den Iran. Und man hört ja so viele Nachrichten über den Iran und im Fernsehen sieht man immer diese Klischees, so ist der Iran ist böse. Aber können so viele Menschen in einem Land böse sein? Geht das? Vermutlich nicht. Die ganze Geschichte von Helena. Bitteschön. Ja, guten Abend. Iran, Atomkonflikt, Achse des Bösen, Terroristen, da kann man doch nicht hinfahren, das ist gefährlich, alleine als Frau zumal auch ganz bestimmt nicht. Das war zumindest meine Reaktion, als ich auf einer anderen Reise 2011 in Kirgisistan Schweizer traf, die über Land unterwegs waren, also aus Europa kamen und durch den Iran gereist waren. Und dann haben die angefangen zu erzählen. Und ich musste mir eingestehen, ein großer weißer Fleck auf meiner Landkarte und eigentlich weiß ich nichts über dieses Land. Also sie erzählten ganz begeistert von den Menschen, von den Begegnungen, von dem Land, in dem sie waren. Und ja, damit ging dann meine Reise Neugier los und ich habe nach und nach angefangen, mich auch mit dieser Reiseidee zu beschäftigen. Ja, und dann ging es los. Und dann bin ich gelandet, nachts oder frühmorgens um 3 Uhr in Shiraz. Und musste mich, also für mich gefühlt, zum ersten Mal verkleiden, also Kopftuch, langes Oberteil, wie man das machen muss eben als Frau im Iran. Passkontrolle war kein Problem, das ging ganz einfach, das Gepäck lag auch schon da und dann eben raus aus diesem Sicherheitsbereich. Und ich hatte mir ein Hotel reserviert für die ersten 2 Nächte und die gebeten, mich abzuholen, das haben sie zugesagt. Ich hoffte also, da steht jetzt ein Shuttlefahrer, der stand da nicht. Und stattdessen standen da ganz viele Menschen, die eben die anderen Reisenden abgeholt haben. Und die guckten so in meine Richtung und riefen, Welcome to Iran. Und ich habe mich dann ganz neugierig umgedreht und dachte, ja spannend, wer wird denn hier so freundlich begrüßt? Und dann stand da gar keiner, da war dann nur ich. Und ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, die strahlen mich da gerade an, also lächeln mich an und begrüßen mich in ihrem Land. Also eine wildfremde Person, die sie nicht erwartet haben, die mitten in der Nacht am Flughafen steht. Und ich erzähle diese Szene so, weil das hat mich da schon sehr berührt und es war quasi nicht nur der Einstieg in meine Reise, sondern auch der rote Faden, wie sie dann weiterging. Ich habe das im Nachhinein versucht nachzuvollziehen. Ich bin auf 104 Mal gekommen, dass ich Welcome to Iran gehört habe auf meiner Reise, also auf der Straße, am Flughafen, im Bus, im Park, im Supermarkt. Einige haben extra die Straßenseite gewechselt, um mir das mitzuteilen. Und diese Reise hat mich dann kreuz und quer durchs Land geführt. Ich kannte vorher niemanden in dem Land und habe dann mehr bei Familien wohnen dürfen, als ich in Hotels die Nächte verbracht habe. Ich wurde ständig angesprochen, in Gespräche verwickelt, zum Tee eingeladen, zum Essen eingeladen und eben auch zu den Familien nach Hause eingeladen. Und die haben mir dann oft ihre Stadt gezeigt, die Sehenswürdigkeiten, aber eben nicht nur das, sondern mich eben auch an ihrem Leben teilhaben lassen. Also ich habe auch viele Nachmittage oder Abende einfach nur in Wohnzimmern verbracht und wir haben uns unterhalten. Und oft war das dann so die erste Ansprache auf der Straße, ja, welcome to Iran, woher kommst du denn? Und wenn ich gesagt habe, ich komme aus Deutschland, kam, oh, Germany, very like. Und dann ging es los mit Mercedes-Benz, BMW, AEG, Bosch, die ganzen deutschen Marken wurden aufgezählt. Rammstein, Modern Talking kamen vor, diverse deutsche Fußballspieler aus unterschiedlichsten Generationen. Und ja, so waren oft die ersten Kontakte, die ich hatte mit den Menschen. Und dann ging das aber ganz oft sehr schnell schon viel weiter. Also dann haben wir über Goethe und Hafez, also der große persische Dichter, über den gesprochen, der eben Goethe inspiriert hat.
Ich wurde gefragt, was sagst du eigentlich zur Rolle von Angela Merkel in der europäischen Wirtschaftskrise? Und einmal sagte ein älterer Herr zu mir, das fand ich auch sehr beeindruckend, ja, jetzt ist das ja so über 20 Jahre her, dass Ost- und Westdeutschland wieder vereinigt sind. Wie läuft das denn so bei euch? Und das waren alles, das waren Themen und Fragen, mit denen hatte ich nicht gerechnet. Und teilweise haben sie mich sogar etwas beschämt, muss ich sagen, weil es mir gezeigt hat, was diese Menschen, die ich da getroffen habe, über unser Leben wissen, was ich eben alles nicht über ihr Leben, über ihr Land, über ihre Kultur wusste. Und ja, dann ging das weiter mit, also es gab noch ganz viele andere Dinge, die mich überrascht haben, ein paar Beispiele noch. Ich wurde ganz oft gefragt, do you have a Facebook-ID? Das hat mich sehr verwundert, weil im Iran ja Facebook geblockt ist. Ich habe heute mehr iranische Facebook-Freunde als deutsche. Ich habe in einem iranischen Wohnzimmer Argo geguckt. Das ist der Hollywood-Film, der 2013 auch einen Oscar gewonnen. Da geht es um die Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft zu Zeiten der Revolution im Iran. Der war dann auf Englisch mit chinesischem Untertitel, also eine Raubkopie, könnte man sagen. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, das fand ich auch eine sehr lustige Situation, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben Frauentausch gucken würde im Iran, also RTL 2, auch in einem iranischen Wohnzimmer. Satellitenfernsehen war das dann eben. Und auch in diesen Wohnzimmern, also sobald ich ein Haus betreten habe, war das ganz oft so, dass die Familien gesagt haben, du kannst dein Kopftuch abnehmen bitte, du bist nicht muslimisch, es ist heiß, bei uns im Haus musst du kein Kopftuch tragen. Und jetzt egal, ob sie sehr religiös waren oder ob sie eben nicht so besonders religiös gelebt haben. Also auch das hatte ich nicht erwartet. Oder es gab die Szene, dass ich mit 4 Studenten unterwegs war, die mir auch 2 Tage lang ihre Stadt und das Umfeld gezeigt haben. Und dann kam ein Freund von ihnen vorbei und dann wurde der mir vorgestellt mit, ah, meet the only nice and friendly Terrorist in Iran, weil er eben einen Vollbart hatte. Deswegen wurde er von seinen Freunden auserwählt, dass er jetzt den Terroristen spielen muss an diesem Tag. Und ja, das klingt jetzt alles sehr leicht natürlich. Und ich muss sagen, für mich war das auch leicht. Also mir haben es die Menschen, denen ich begegnet bin, sie haben es mir sehr leicht gemacht, in ihr Land einzutauchen, mit ihnen da Zeit zu verbringen, ihr Land kennenzulernen, ihre Kultur kennenzulernen. Aber sie haben mir eben auch in den Gesprächen mitgeteilt, wie das für sie ist. Und da habe ich sehr schnell auch verstanden, dass es für sie überhaupt nicht leicht ist, in diesem Land zu leben. Mir wurde zum Beispiel erzählt von den diversen Arten von Polizei, die es im Iran gibt, also dem, ich hatte das Gefühl, es ist ein wahnsinniger Polizeistaat, angefangen bei der Sittenpolizei, Verkehrspolizei. Es gibt aber auch diverse Geheimdienste, die in diesem Land unterwegs sind, mit denen sie leben müssen. Dann hatte ich oft das Gefühl, es ist eine riesige Grauzone in ganz vielen Themen, dieses Land. Also ich habe eben von Facebook erzählt, ich habe von Satellitenfernsehen erzählt, dass ich geguckt habe. Facebook ist geblockt, Satellitenfernsehen ist eigentlich nicht gerne gesehen. Und die Menschen haben mir dann eben erzählt, naja, du musst wissen, wir machen das, aber wir wissen nie so genau, wie lange die Regierung es wirklich durchgehen lässt. Momentan toleriert sie es, aber wir wissen auch nicht, ob es irgendwann mal gegen uns verwendet werden könnte oder nicht, dass wir solche Dinge nutzen. Einmal sagte mein Gastgeber in Teheran, sagte dann, if you see the police run, und lächelte so dabei, also hat es als Scherz gesagt, aber da steckte natürlich ein ganzes Stück Wahrheit mit drin für ihn. Und eine andere junge Frau meinte mal zu mir, das ist auch sehr hängen geblieben bei mir, weißt du, bei euch ist es so, wenn die Kinder nachts nicht nach Hause kommen, dann freuen sich die Eltern, wenn sie wissen, die Polizei kümmert sich um sie. Bei uns ist das so, wenn die Kinder nachts nicht nach Hause kommen, dann haben die Eltern Angst, dass die Polizei sich um sie kümmert. Und ja, also ihr merkt schon, es gab so wirklich ja, unterschiedliche Perspektiven, Seiten, die ich von diesem Land kennenlernen durfte. Und umso mehr hat es mich eben beeindruckt, wie offen, ehrlich, gastfreundlich und auch freudig ich aufgenommen wurde, wie viele schöne, wunderbare Erlebnisse ich mit den Menschen teilen durfte. Zumal auch momentan ja eine wahnsinnige Wirtschaftskrise in dem Land herrscht und viele keine Jobs finden. Und so sind mir auch immer wieder Ausreisewünsche und Ausreisepläne begegnet, auch von Menschen, die eigentlich mir voller Freude und Stolz ihre Kultur und ihr Land gezeigt haben und gleichzeitig es aber verlassen wollen. Zum Beispiel hatte ich einmal ein Gespräch mit einer 16-jährigen Schülerin, die mich fragte, ja, glaubst du, ist der Iran ein Entwicklungsland oder nicht? Und ich meinte dann zu ihr, da war ich so 6, 7 Wochen im Land. Ich kenne jetzt die Definition von Entwicklungsland nicht, aber in vielen Dingen erscheint mir der Iran nicht wie ein Entwicklungsland. Also ich fand den Bildungsstandard sehr hoch, ich fand die Infrastruktur, also hat super funktioniert, da habe ich schon ganz andere Länder erlebt. Aber wenn man zum Thema Freiheit kommt, zu dem Thema Menschenrechte, ja, dann ist der Iran ein Entwicklungsland. Und das war eben auch ihr großes Thema. Also sie berichtete mir dann, dass selbst unter Schülern die Depressionen schon zunehmen würden, dass sie
so viel wissen, so viel können, aber keinen Raum haben, wo sie das loswerden können, was sie mit dieser ganzen Energie machen können. Und stattdessen lernen sie immer mehr und mehr, war so mein Eindruck. Also sie sprach perfektes, wirklich American English, obwohl sie noch nie in Nordamerika war. Und sagte dann so nebenbei zu mir, weißt du, ich bin jetzt mit Englisch, das habe ich, jetzt werde ich als nächstes Deutsch lernen, eine 16-jährige Schülerin, obwohl sie eigentlich ja auch in die Staaten auswandern will. Also sie, so im Nebensatz sagte sie dann noch so ganz lustig, ja weißt du, ich bin eigentlich, bin ich Amerikanerin, Gott hat sich nur vertan, kurz vor meiner Geburt hat er mich aus Versehen in den Iran verfrachtet, aber eigentlich bin ich Amerikanerin und wenn ich 18 bin, dann werde ich sofort auswandern und in den Staaten Psychologie studieren, das war ihr großer Plan. Und gleichzeitig redeten wir eben über dieses wahnsinnig ernsthafte Thema und als sie dann sagte, sie will auch auswandern, da meinte ich zu ihr, ja, aber dann verlässt du ja die ganzen tollen Menschen hier. Also ich hatte ihre Eltern kennengelernt, ihre Familie, ihre Geschwister, ihre Freunde und dann war ihre, sagte sie diesen Satz, weißt du, if my people lived in another country, they would rock. Also wenn unser Volk, wenn wir in einem anderen Land oder einem anderen System leben würden, dann würden wir wirklich was reißen, wenn man es mal so salopp übersetzt. Und der ist so bei mir hängen geblieben, weil das hat, dieser Satz hat meine Erlebnisse in dem Land so auf den Punkt gebracht. Und ja, da habe ich es zum ersten Mal ausgesprochen. Ich glaube, ich muss ein Buch schreiben. Und ein Jahr später war dieses Buch dann fertig und es heißt They Would Rock. Vielen Dank. Vielleicht haben Sie ja auch eine ganz persönliche Geschichte, die Sie uns mal erzählen wollen. Dann gehen Sie mal auf unsere Webseite ecke.tv. Wir haben bei diesem Projekt so unglaublich viele spannende, tolle Leute kennengelernt mit besonderen Geschichten. Einer davon ist Wolfgang, der hatte schon Anfragen von Talksendungen im Fernsehen. Hat er gesagt, so doofe Fragen möchte ich mir dazu nicht stellen lassen, da gehe ich nicht hin. Und es ist eine besondere Ehre, dass er in dieser Sendung hier auftritt. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Freuen Sie sich auf die Geschichte von Wolfgang. Schönen Dank. Das ist die Geschichte des größten beruflichen Erfolgs meiner Laufbahn und auch die Geschichte einer langen und intensiven Bekanntschaft mit Paul McCartney. Es ist aber auch die Geschichte von tiefen Einschnitten bei ihm und bei mir. Also was ist passiert? Es war 1993. Meine Tochter brachte mir einen Ausschnitt aus einer Zeitschrift des Südwestfunks, sagte, Papa, du machst doch Kunstausstellungen. Paul McCartney, den sie verehrte, der malt. Okay, sag ich, der malt. Das tun viele. Ich war damals relativ vertraut schon mit der Kunst von Popstars. Da gibt es ja einige, David Bowie und andere, und hatte in meinen jungen Jahren mal eine Ausstellung betreut von einem jungen Werkkunststudenten namens Wolfgang Niedecken, der dann später in die Musik gegangen ist. Also ich kannte mich damit ein bisschen aus und habe gedacht, da machst du dich mal ran. Es gab so eine Art Schwur, vielleicht auch eine kleine Wette zwischen meiner Tochter und mir. Und wir haben dann versucht, einen unkonventionellen Weg zu finden, um Paul McCartney zu kontaktieren. Denn man weiß, dass solche Leute von einem Cordon von Wichtigtouren umgeben sind, die vieles verhindern. Das kommt gar nicht an sie ran. Und wir hatten damals bei uns in Siegen-Wittgenstein, gibt es die Schlagzeugfirma Sonor, einen jungen Endorser, also einen, der die Bands mit Schlagzeugen versorgt. Und der hat uns VIP-Tickets besorgt. Und wir konnten dann nachher, nach der Show in Dortmund, dem Schlagzeugtechniker einen Brief überreichen. Der Brief war entsprechend abgefasst. Jedenfalls hatte ich geschrieben, ich interessiere mich schon für deine Bilder, aber ich möchte diese Bilder einfach nur zeigen, wenn sie gut sind und nicht, weil du ein Beatle bist. Das war der entscheidende Punkt, wie ich nachher gemerkt habe, weil er hatte viele Anfragen und die haben gesagt, stell alles aus, auch den letzten Scheiß, was du gemacht hast. Hauptsache, du bist ein Beatle. So war die Geschichte. Und dann kam tatsächlich eines Tages ein Anruf von Linda McCartney, meine Sekretärin fiel fast vom Stuhl, und sie sagte, ja, willst du kommen, besuch uns doch. Und dann war die Amerika-Tournee der Band vorbei, ich bin dann rübergeflogen und wir trafen uns nach einer langen Fahrt von London in seinem Atelierhaus in Peacemarsh, das ist so auf seinem Gelände, wo er Schafe züchtet und lebt. Und mir fiel nur auf, dass auf dem Dach im Pferdestall
ganz viele Dachdecker werkelten und die beiden kamen dann auf mich zu, schüttelten mir die Hand und sagten Hello Wulfi und mir schlotterten die Knie. Es war ganz entsetzlich, weil du trittst ja nicht jedem Tag einem Popstar gegenüber, der da in so einer Reiterkluft mit einem Korb Rotwein vor dir steht. Ich habe dann nachher, als ich zur Familie gehörte, erfahren, dass diese Dachdecker Securities waren, die da nur so bewerkelt haben, um zu sehen, ob ich auch vertrauenswürdig bin. Also wir haben dann über die Ausstellung gesprochen und es war sehr schwer für mich, damit klarzukommen. Und mir ging dann eine Idee durch den Kopf, die haben wir umgesetzt. Ich sagte zu ihm, Paul, also Paul, man ist dann gleich bei du, klar, nicht Sir. Wir machen Folgendes, du bist ein junger, unbedeutender Künstler, Paul Miller, ich bin der große Kurator, der ich natürlich nicht war, und auf dieser Weise können wir uns vielleicht miteinander beschäftigen. Wir haben dann erstmal 3 Wochenenden lang über 600 Bilder untersucht, also angeschaut, darüber diskutiert. Er hat ein ganzes Haus voller Bilder. Dass er ein guter Zeichner war, das wissen viele, aber dass er auch so ein guter Maler ist, das war nicht bekannt. Es gibt zum Beispiel ein wunderbares Porträt von David Bowie. Da läuft so die Farbe runter, man sieht das androgyne Porträt von David Bowie und drunter steht Bowie Spewing, also Bowie beim Kotzen. Das wurde dann nachher auch ein Standardwerk in unserer Präsentation und er hat Bowie gefragt, darf ich das zeigen? Und da hat Bowie ihm geantwortet, aber nur, wenn ich dich beim Pissen fotografieren darf. Wir hatten viele Diskussionen, die immer so mit anfingen, dass der Manager sagte, Robbie war das, er sagte, Wulfi, don't mention the Beatles. Also die Beatles werden nicht erwähnt. Und wir hatten Diskussionen, Auseinandersetzungen, man begegnet sich dann auf einer ganz normalen Ebene. Und wenn er kein Argument mehr hatte, dann haut er auf den Tisch und sagte, don't forget I did the Beatles. Und wir mussten immer sagen, wen? Ja, und es hat ihn zum Rasen gebracht, wenn wir das nicht akzeptiert haben. Wir haben wunderbare Tage verbracht, die sehr harmonisch waren. Sie waren nicht immer harmonisch. Schließlich war dann nach 1,5 Jahren die Ausstellung fertig. Wir haben einen sehr schönen Katalog gemacht, der nachher auch ein großer Verkaufserfolg wurde. Und ich durfte zu Abbey Road kommen und ihn dort vorstellen. Wir haben also den Katalog präsentiert. Und während der Präsentation bekam er einen Anruf, löste die Sitzung auf, sagte alles in Ordnung und fuhr. Der Termin war dann viel früher zu Ende, als ich dachte. Ich bin nach Köln zurückgeflogen und bekam dann am nächsten Tag den Anruf vom Manager, vom persönlichen Assistant. Nur, dass du weißt und es nicht aus deiner Bildzeitung erfährst, Linda hat eine Diagnose, Brustkrebs, sie wird wahrscheinlich sterben müssen. Das war im April 98, also ein Jahr bevor wir die Ausstellung dann eröffnet haben. Wir wussten natürlich nicht, ob die Ausstellung dann auch funktionieren würde. Meine Frau und ich, wir waren dann eingeladen, wir sind nach London gefahren, in St. Martin in the Fields. Dort war die Trauerfeier, eine sehr, sehr bewegende Trauerfeier. Das muss man wirklich sagen, man fühlt sich schon privilegiert, wenn man mit Elton John, mit George Harrison und Peter Gabriel in einer Kirche sitzt und Let It Be singt. Wir haben dann also Linda beerdigt und ein Jahr später die Ausstellung gemacht, die Ausstellung in Siegen im Kunstforum Lutz. Wer sagte, das ist eine Eisenstadt, eine Industriestadt wie Liverpool, ich will doch nicht in ein riesen Museum gehen, ich gehe zu euch in euer Kunsthaus und dort stelle ich meine Bilder aus. Die Ausstellung ist dann im Mai eröffnet worden. Meine Tochter war natürlich mittendrin, sie war dabei, als eröffnet wurde, sie war stolz, denn sie hatte ja die Idee. Und es war ihr Star, dem sie jetzt auch nahe kam. Die Ausstellung wurde ein grandioser Erfolg. Wir hatten über 40.000 Besucher aus der ganzen Welt, Presse, überall, in allen Zeitschriften, Magazinen, Medien, Fernsehen. 40 Fernsehanstalten waren da. Es war auch für uns ein großer Imageerfolg. Und meine Tochter wünschte sich noch ein Foto mit ihm und einen signierten Katalog. Und 2 Wochen später ist meine Tochter gestorben, eines Nachts. Es war ein nicht erkannter Hydrocephalus internus, also ein Hirnwasserüberdruck. Das hätte jeder Arzt erkennen müssen.
Da waren sehr viele Arztfehler im Spiel. Und ich hatte ihr noch am Tag vorher die Bilder geschickt. Den Katalog hat sie nicht mehr bekommen. Am nächsten Tag rief mich Paul McCartney an, was ich sehr schön fand. Gesagt, du musst von vornherein dran denken, du musst Trauerarbeit machen, du musst in Trauergruppen gehen, sonst hältst du das nicht aus. Und Paul McCartney hat dann noch per Express einen Katalog geschickt mit Zeichnungen drin, mit Texten. Und meine Frau machte mich neulich noch darauf aufmerksam und sagte, erinnere dich dran, den haben wir ihr noch mit in den Sarg gelegt. So, das ist die Geschichte von Paul McCartney und mir und meiner Tochter Friederike, wo wir doch ganz plötzlich so nah zusammengekommen sind. Wir haben uns danach noch öfter getroffen, haben auch jetzt noch einen lockeren Kontakt und nicht mehr oft, das läuft irgendwie dann auseinander, aber er schreibt hin und wieder mal eine Karte, ich schreibe ihm einen Brief, ich besuche ihn und 2 Jahre nach der Ausstellung hat er ein Konzert gegeben in Köln. Dort kam er raus vor der Zugabe mit einer Fahne und rief Thank you Germany und dann zu mir im Publikum Thank you Wolfie. Also ein Gruß, der nur für mich war und ich wusste ganz genau, was das bedeutet. Schönen Dank. Geschichten von ganz normalen Menschen in der runden Ecke. Meine Geschichte live erzählt. Künstler sind manchmal genial und ein bisschen verrückt und die machen manchmal Dinge, die man nicht so ganz verstehen kann. Deswegen sind sie ja auch Künstler. Bernd ist so einer, kommt aus Schermberg hier bei uns in NRW und er erzählt uns eine ziemlich verrückte Geschichte. Bernd! Ja, ich erzähle euch heute die Geschichte, wie ich aufhörte, Künstler zu sein und ich wollte Getränkeoligarch werden. Ich lernte in 1999 bei einer Veranstaltung meine jetzige Frau kennen, Hella, und wir organisierten in den folgenden Jahren einige Kunstfestivals, unter anderem auch in Zingst oben am Bodden. Das war dann 2001. Und das war ein ganz tolles Kunstfestival. Wir hatten 185.000 Besucher in 9 Tagen und es war eine ganz grandiose Stimmung. Und ich habe gesagt, ja, diese Stimmung will ich festhalten. Ich gehe jetzt an den Bodden, ich bleibe noch ein paar Tage hier und ich zeichne das, was ich erlebt habe. Und raus kam eine kleine rote Figur, der Boddenteufel mit der Landschaft. Und dann dachte ich, oh, wunderbar, jetzt habe ich schon mal das Etikett oder die Figur da drauf, jetzt brauche ich noch ein Produkt. Und als Künstler entspreche ich schon allen gängigen Vorurteilen. Also ich trinke gerne Wein und ich mache auch sonst gerne Späßchen. Also habe ich gesagt, das Produkt muss unbedingt alkoholhaltig sein. Und dann bin ich mit meiner Idee über die Deutsche Weinstraße getingelt und bin dann bei den Winzern vorstellig geworden, habe gesagt, so, Kinders, ich brauche einen Wein, aber den hätte ich gerne mit Holunder versetzt und Quellwasser und die sagen, nee, das kommt ja gar nicht in Tüte. Und dann bin ich auch schnell wieder des Grundstücks verwiesen worden. Und so bin ich 1 Jahr lang über die Deutsche Weinstraße gefahren und bin einfach nicht angekommen bei den Leuten. Bis ich durch einen anderen Freund in die Rhön vermittelt worden bin, zu einem Keltermeister. Und der hörte sich meine Geschichte an und was ich gerne wollte. Und er sagte, ich habe sowas, ich könnte das durchaus dir bieten, aber du musst das noch ein bisschen modifizieren. Das habe ich dann gemacht und da kam dann etwas raus, das wird heute mehr oder weniger unter einem männlichen Vornamen verkauft und ich sagte, ja, das schmeckt ganz toll und jetzt hätte ich gerne 15.000 Flaschen davon. Wir wollten ein Happening machen und das war so die Zahl, die war angebracht, dachte ich. Gut, wir machten einen Vertrag, wunderbar, ich fuhr wieder an die Ostsee in mein Atelier und vergaß das Ganze auch. Wahrscheinlich war ich betrunken. Auf jeden Fall, eines Abends, so gegen 22 Uhr, klopfte es draußen am Atelier und ich machte auf und dann stand da ein riesengroßer LKW und da sagte er, jo, der Wein ist da. Ich sag, schön. Und?
Ja, wo sollen wir den denn hinstellen? Ja, sagt er, wie hinstellen? Habt ihr einen Gabelstapler? Ich sag, nee, Gabelstapler habe ich nicht. Ich bin dann zum Kurdirektor gegangen und sagte, Peter, ich habe da ein Problem. Der Wein ist gekommen. Und der sagte, ja, ist ja kein Problem, bring ihn doch in die und die Halle. Nee, sag ich, die Halle muss schon in der Nähe sein, ist ein bisschen mehr. Und dann habe ich ihm das gestanden und dann sage ich, und die Rechnung ist auch sehr hoch. Sagt er, naja, die Hälfte übernimmt er und die andere Hälfte, die müsste ich dann selbst bezahlen. Naja, gesagt, getan. Wir haben den Wein eingelagert. Ich habe dann mein Atelier oben an der Ostsee aufgegeben, bin wieder nach Kanada geflogen. Zu der Zeit hatte ich noch einen Job an der Universität in Calgary. Und 2 oder 3 Jahre später bin ich nach Hause und es gab einen Anruf und da war jemand dran und er sagte, hör mal Bernd, dein Wein, den gibt es im Bundestag. Oh. In der Zwischenzeit wohnte ich schon mit Hella zusammen. Hella sagt gleich, oh was, wir ins Auto und ab nach Berlin. Also wir nach Berlin, durch den Lieferanteneingang nach oben zu Käfer und die präsentierten uns ganz toll unseren Wein. Fand ich ja super. Ich hatte ja jetzt weder ein Geschäft damit gemacht, sonst was. Wir fuhren auf dem Weg auch, dass es dann eine Gruppe von Investoren gab, die unser Produkt schwarz gefüllt haben, aber das spielt jetzt momentan nicht die Rolle. Da habe ich gesagt, okay, ich gebe jetzt mein Künstlerdasein auf und ich steige voll in die Getränkebranche ein. Gesagt, getan. Wir haben, glaube ich, 30.000 oder 35.000 Flaschen bestellt. Und das lief auch super an. Also wir haben irgendwann 100.000 Flaschen verkauft und wir haben wirklich viel Umsatz und ganz tolle Geschäfte gemacht. Also wir wuchsen und wuchsen, aber wir hatten immer mehr Schulden. Das heißt, alles, was wir eingenommen haben, mussten wir wieder für die nächste Tranche aufgeben, aber wir mussten ja auch leben. Und irgendwann bin ich dann mit der Hella zum Fachmann gegangen, der uns damals beraten hatte und ich sage, Mensch, Jung, irgendwas machen wir falsch. Er sagt, ihr habt super Firma, tolles, ihr habt eine ganz tolle Marke, ihr seid große Klasse, das hat in 10 Jahren noch keiner mehr geschafft. Ich sage, jo, wunderbar. Ich sage, wir haben eine Marke, wir haben eine super Firma, aber wir haben 250.000 Euro Schulden, das stimmt doch was nicht. Er sagt, das war euer Fehler. Ihr habt keine Kohle. So, das ist meine Geschichte. Das waren besondere Geschichten von Menschen hier aus NRW. Nächste Folge Runde Ecke, müssen wir gucken, wann die kommt. Vielleicht interessiert sie das ja. Gute Nacht NRW, gute Nacht Deutschland, wo immer Sie sind. Tschüss, ciao. Es ist unabänderlich, alles verändert sich, nichts bleibt je, wie es ist ewig. Je mehr du es hältst, umso leichter zerfällt es und so entstellt macht es nicht selig. Lass das Lenkrad los, es ist ein Lenkrad bloß. Und